Ich brauche etwas Inspiration. Oh, das macht mich hungrig. Oh, warte. Ich bin immer gut vorbereitet. Soll das ein Witz sein? Was? Ich muss etwas essen. Du denkst immer nur ans Essen. Mama, mach was. Tut mir leid, mein Schatz, aber es wird nicht lange dauern. Perfektion kann man nicht überstürzen. Mir ist so langweilig, das ist nicht fair. Kannst du dich bitte beeilen? Emma ist verärgert. Gib das her. Hol dir deinen eigenen Reis. Nein! Sieh mal, was du getan hast. Darüber sprechen wir später. Überall ist Reis. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Ich gebe einige Tropfen Speisefarbe in ein Glas Wasser. Dann rühre ich es um. Jetzt kommt der Reis hinzu. Als nächstes brauche ich Klebstoff. Ich trage den Kleber auf meine Zeichnung auf. Nur auf die Rasenfläche. Dann brauche ich den Reis. Ich streue ihn über den Kleber. Ich kann verschiedenfarbigen Reis für verschiedene Teile verwenden. Jetzt kann ich den überschüssigen Reis wegpusten. Wow, sieht zum Anbeißen aus. Was denkst du, Emma? Hä? Wow, ich liebe es, Mama. Und du, Papa? Hä? Hast du was gesagt, Emma? Moment, was ist hier los? Dafür gibt es nur eine Lösung. Was ich für meine Familie tue. Papa sieht komisch aus. Ich bin noch nicht fertig. Ich brauche Papier. Seht euch das an. Es ist ein Selbstporträt. Es ist toll, aber Mama gewinnt diese Runde. Danke, mein Schatz. Du musst dein Zimmer jetzt nicht mehr aufräumen. Woohoo! Das macht Spaß. Oh, was ist das? Sieh sie dir an. Emma, leg das weg. Nene. Hör sofort auf damit, Fräulein. Hörst du mir überhaupt zu? Oh, oh. Ihr Auge macht dieses seltsame Zucken. Das bedeutet Ärger. Ganz ruhig. Versuch das mal. Gib mir das. Ach, ich spüre, wie die Spannung nachlässt. Oh, das fühlt sich schon besser an. Du verstehst mich einfach, mein Lieber. Warte, ich glaube, ich kann das benutzen. Ich beginne damit, einen Baum zu zeichnen. Man muss die Natur lieben. Dieser schwarze Stift ist perfekt für die Äste und den Stamm. Das sieht gut aus. Jetzt nehme ich ein kleines Quadrat aus Luftpolsterfolie und tauche es in Farbe. Ich mische Rosa und Weiß. Ich tupfe sie über die Zeichnung. Es ist ein wunderschöner Blütenbaum. Gefällt er dir, Emma? Ups, ich Dummerchen. Wow, Mom, der ist toll. Hey, vielleicht kann ich das auch verwenden. Ich weiß, was zu tun ist. Wie sehe ich denn aus? Ich würde sagen, ich sah nie besser aus. Ich bin ein Kunstwerk. Bist du ein Scherzkeks? Das ist toll, Papa. Der Gewinner ist Mama. Schon wieder? Wow, was für eine Ehre. Wirklich? Lass mich diese Luftblase zerplatzen. Was riecht hier so? Es stinkt. Es kommt von hier drüben. Es wird stärker. Igitt, ich hätte es wissen müssen. Was ist los? Das ist mein natürlicher Geruch. Es riecht gut. Ich habe genau das Richtige, um dieses Problem zu lösen. Benutzt das. Eine Menge. Wenigstens riechst du so nicht mehr. Danke. Es ist wie in der Nacht, in der wir uns kennengelernt haben. Meine persönliche Hygiene war in dieser Nacht auch schlecht. Es war so romantisch. Küss mich. Als ob ich dazu jemals Nein sagen würde. Igitt, das ist ja so ekelhaft. Oh, hey, mein Schatz. Tut uns leid. Was soll ich jetzt tun? Moment, ich habe eine Idee. Hör dir das an, Schatz. Was machen die da? Verstehst du? Jetzt sollten wir anfangen. Zuerst nehme ich das Deodorant auseinander. Einfach so. Jetzt fülle ich den Behälter mit Farbe. Dann setze ich die Rolle wieder auf. Wenn ich ihn auf das Papier drücke, kommt Farbe heraus. Es ist wie mit einem Malpinsel. Und es ist toll, um ein Bild zu schaffen. Sieh dir das an. Es verdient einen Rahmen. Sieh dir das an. Es ist wundervoll. Es ist ein gemeinsames Projekt. Wow. Wir können es im Wohnzimmer aufhängen. Es könnte Omas Foto ersetzen. Benimm dich. Es ist unentschieden. Wohlverdient.
Das verdient einen Schnellkuss. Oh, ich bin so müde. Emma, juhu! Hahaha, Mama. Ich mach nur kurz meine Augen zu. Schau, ich kann meine Nase mit der Zunge berühren. Siehst du, was für ein Talent ich bin. Kannst du das? Ich hab ein Auge auf dich. Oh je, Rosa steht dir. Ich fühle mich so lebendig. Daran könnte ich mich gewöhnen. Das ist toll, Papa. Aber mach nicht so einen Lärm. Ich hole jetzt meinen Schönheitsschlaf nach. Ich dachte, das würde funktionieren. Wir haben unser Bestes gegeben. Wie wär's mit Schattenspielern? Schattenspielern? Ziemlich cool, oder? Warum hast du nicht damit angefangen? Das ist so unterhaltsam. Ach, die alten Schattenpuppen. Aber das sieht gar nicht so schwer aus. Oh, ich habe eine Idee. Ich lege meine Hand auf das Papier. Dann zeichne ich um sie herum. Jetzt muss ich nur noch die Details hinzufügen. Wie ein paar Augen. Es ist ein Drache. Aber er ist noch nicht fertig. Er braucht etwas Farbe. Die Flamme darf ich nicht vergessen. Schau dir das an. Wow! Ich dachte, dir gefällt es. Ich werde mich an Ballonkunst versuchen. Das ist ein Hund. Hey, bleib zurück. Lauf weg. Was für eine Show. Ihr habt beide gewonnen. Oh, schau mal. Toll. Ich möchte, dass meine Haare schön aussehen. Hm, ich weiß. Fangt. Was sollen wir denn damit machen? Ich weiß. Ich könnte diese Bleistifte gebrauchen. Und eines dieser Haarbänder. Ich denke, das könnte klappen. Ich wickle das Haarband um zwei Bleistifte. Ich muss sicherstellen, dass sie sicher sind. Ich bringe einen zweiten Bleistift am anderen Ende an. Ich werde einen Bleistift über diese Cupcake-Zeichnung legen und dann um sie herum zeichnen. Der zweite Bleistift wird eine Kopie erstellen. Jetzt muss ich es nur noch ausmalen. Ich achte darauf, auf den Linien zu bleiben. Das wird toll aussehen. So, ich bin fertig. Gefällt es dir? Das ist meins. Lass mich das mal sehen. Wow, das ist ziemlich schlau. Ich frage mich, was ich tun kann. Ich füge diese Bleistifte zusammen und benutze sie als Katapult. Nimm das! Vorsichtig! Hör auf damit! Autsch! Au! Mir ist schwindelig. Das hast du irgendwie verdient. Guter Schuss, Papa! Es gibt aber einen klaren Gewinner. Das ist so nett, Schatz. Wo bin ich? Oh, du bist so ein Spaßvogel. Oh, diese Buntstifte sind schön. Hier, Mami. Guter Wurf. Ich hab ihn. Das ist zu einfach. Oh, ich war vielleicht ein bisschen aufgeregt. Die sind alle kaputt. Viel Glück damit. Ist schon gut. Ich habe diesen Kleber. Ich bin gut im DIY. Sie werden so gut wie neu sein. Probieren wir es aus. Oh, tu so, als ob das nicht passiert wäre. Keine Sorge, ich habe einen Plan B. Ich kann das hier verwenden. Das ist ein Scherz, oder? Das wird nicht funktionieren, Papa. Zumindest versuche ich es. Es gibt nur eine Lösung dafür. Schatz, leg den Hammer weg. Ich weiß, was ich tue. Moment mal. Ich habe eine bessere Idee. Ich werde die Buntstifte über diese Schmetterlingsschablone streuen. Dann wird eine Plastikfolie darüber gelegt. Jetzt muss ich meine Verspannungen lösen. Das ist meine Art von Kunst. Wir müssen später darüber reden. Ich werde mich auf meine eigene Kunst konzentrieren. Das ist gar nicht so schlecht. Ich bin auch fertig. Ich entferne die Schablone. Das sieht doch gut aus. Gefällt es dir? Oder gefällt dir meine Wassermelone? Oh, das ist nicht einfach. Es ist unentschieden. Das nehme ich an. Gut gemacht, Schatz. Will jemand am Wettbewerb teilnehmen? Jeder ist willkommen. Außer dir. Verschwinde hier. Ekelhaft. Wow, jetzt geht's los. Wessen Auto ist das?
Einen Moment, Madame. Ich komme zu Ihnen. Bitte sehr, passen Sie auf, wohin Sie treten. Oh, die Fahrt hat ja ewig gedauert. Es wäre mir eine Ehre, wenn du einen Flyer nimmst. Verschwinde. Was ist das? Eine Einladung zu einem Malwettbewerb? Nein. Warum muss es Wind geben? Hier ist ja gar nichts drin. Oh, was ist das? Ein Malwettbewerb? Oh, danke. Gib den her. Schau, was du gemacht hast. Sieht so aus, als nehmen beide teil. Okay, sind wir bereit fürs Malen? Wärmen wir uns mit einem Regenbogen auf. Ein Regenbogen, hä? Das ist ja eine tolle Aufwärmrunde. Hm, ich weiß. In meiner Kramtüte habe ich bestimmt was drin. Mal sehen. Oh, hm. Oh, hey, kleiner Kumpel. Oh, nein. Oh, braver Junge. Danach habe ich gesucht. Bereit für etwas Magie? Schau zu, wie sich die Farben in einen Regenbogen verwandeln. Ich muss nur ein paar Kleckse machen. So, fertig. Also, fast. Schön. Nice. Dann bringe ich es mal zu Ende. Das ist doch irgendwie entspannend, oder? Man muss das nehmen, was man hat, Leute. So. Der ist ganz schön schmutzig geworden. Jetzt noch das Klebeband abziehen. Nichts ist schöner als eine saubere, glatte Kante. Ja, mach drei glatte Kanten daraus. Ah, fertig. Danke für die Hilfe. Ziemlich beeindruckend, oder? Schätze, das ist okay. Ich weiß, was zu tun ist. Hallo, soll ich das alleine machen? So hübsch. Verschwinde. Ich brauche Platz, um kreativ zu werden. Interessant. Haha. Offensichtlich. Schau zu und lerne. Hübsch mit all den Farben, nicht wahr? Warte darauf, was als nächstes kommt. Siehst du, ich arbeite auch manchmal. Und wenn das erledigt ist, habe ich wunderschönen Regenbogensand. Schau dir diese leuchtenden Farben an. Tada! Das war ziemlich genial. Oh, ich bin aber noch nicht fertig. Es wird ein kleiner tanzender Regenbogen. Das gibt ihm Persönlichkeit, findest du nicht auch? Und? Sie sind beide interessant. Weshalb ihr beide gewonnen habt. Ist okay. Wird das noch was mit unserer Challenge oder was? Aha. Oh. Gadget. Verstanden? Ein Gadget? Hä? Oh, sag nichts mehr. Ich kenne da einen Typen. Oh, da ist er ja schon. Der ist so süß, stimmt's? Aber ich muss noch Anpassungen vornehmen. So geht's. Dann lass uns mal an die Arbeit gehen. Und start. Ja, ich mach das. Sehe ich da gerade richtig? Ja, er ist ziemlich toll. Ich weiß. Und jetzt zeichne, kleiner Kerl. Aber weil jeder Künstler Inspiration braucht, kommt hier deine. Denkst du, du kriegst ein kleines Kätzchen hin? Kein Problem. Du kannst dich darauf verlassen, dass er immer den perfekten Kreis macht. Erkennst du es schon? Gib ihm eine Minute, er macht das schon. Schau dir die perfekten Linien an. Was um alles in der Welt? Das finde ich nicht gut. Können Roboter wahre Kunst schaffen? Scheint so. Ah, schön. Sieht fertig aus. Und alles perfekt, siehst du? Also, bei diesem Spiel kann ich mitmachen. Ich brauche nur die richtigen Teile. Mal sehen. Ein bisschen zusammenbauen. Und fertig. Und jetzt ein Stück Plastik und ein Bild auf mein Handy.
Und schwupps, schon kann ich es abmalen. Ziemlich einfallsreich, stimmt's? Einfallsreichtum kommt immer weiter. Fast fertig. Er sieht ziemlich süß aus. Finde ich. Lame. Also, wer gewinnt? Also aus naheliegenden Gründen, Naomi. Wirklich? Tja, Kreativität gewinnt immer. Ja, blöder Roboter. Du gehörst in den Müll. Hast du das gehört? Nein, du bist der Müll. Was? Du hast das für mich gemalt? Soll das etwa lustig sein? Die Technik hat mich heute im Stich gelassen. Okay, und was jetzt? Hallo da vorne. Oh, natürlich. Die nächste Runde ist Origami. Phew. Origami? Okay. Gut, dass ich immer Papier dabei habe. Das war ein Scherz. Mein Butler hat es mir gegeben. Ich bevorzuge Papier, das Wert hat. Gold ist sogar noch besser. Bitte sehr. Wow. Ist das echt? Ich mache mich lieber an die Arbeit. Also gut, fangen wir an. Es geht heiß her. Wow. Der wurde zu Gold. Aber warum nur der? Rein damit. Oh je. Ja, das läuft wie am Schnürchen. Fantastisch. Mua. Fräulein Betty. Danke, Chef. Das ist doch unfair. Habe ich nicht auch noch ein Blatt einstecken? Es ist kein Gold, aber es reicht. Bereit für ein bisschen Magie, Kumpels? Yikes. Das Blatt ist so zerknittert. Witzig, ich weiß. Aber ich kann das ändern. Ich darf es nur nicht zu lange drauf lassen. So gut wie neu. Ist mir doch egal. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Nur ein paar gezielte Faltungen und schon ist das kein Blatt Papier mehr. Es muss dann auch noch gemalt werden. Das sieht jetzt komisch aus, aber am Ende erklärt sich alles. Erkennst du es schon? Es ist das hübscheste Mädchen auf der ganzen Welt. Hä? Warte es einfach ab, okay? Ich muss nur noch ein paar Striche ziehen. Jetzt das Gleiche auf dieser Seite. Ich klappe die Lasche um und zeichne in der Lücke weiter. So, fertig. Wenn du das sagst. Farben bitte. Und jetzt kann sie tanzen, siehst du? Ich kann all ihre Glieder bewegen. Ha! Da kann ich nicht mithalten. Oder vielleicht doch? Ich falte den oberen Rand nach vorne und dann nach hinten. Und mache das bis nach unten. Dann ziehe ich hier eine gerade Linie rein. Dann geht es so weiter. Und am Ende schließe ich das Quadrat. Erkennst du schon, was es wird? Und hier zeichne ich ein Häschen rein. Das ist total süß, stimmt's? Und es braucht auch seinen kleinen Bärenfreund. Bezaubernd, oder? Das Ausmalen nicht vergessen. Orange und Blau passen immer gut. Jetzt zu unseren tierischen Freunden. Die Farben erwecken sie zum Leben. Noch eine Sache. Und dann das Blatt zusammenfalten. Tada! Schon fertig. Oh, das wird schwierig. Aber es ist die Ballerina. Du hast gewonnen. Aber was ist mit meiner süßen Schöpfung? Ich habe von diesem besonderen Ort gehört, wo alle magischen Wesen frei herumlaufen. Würdest du nicht dafür sterben, mal ein echtes Einhorn zu sehen? Ist der Himmel blau? Wollen wir?
Schau dir all die Farben an und das magische Horn. Was ist hier los? Wow! Hey, wo sind wir? Und schau dir die Outfits an. Hübsch in Pink auf jeden Fall. Blaue Himbeere ist genau mein Ding. Madison, schau mal. Schaut ihr mich an, Mädels? Wie gefällt euch mein Funkeln? Ihr werdet diese Challenge noch viel mehr lieben. Bereit zum Zeichnen? Wir wurden bereits geboren. Unser erstes Bild in der Zeichnen-Challenge ist... Miau! Wir lieben Katzen. Sie sind so süß. Ii! Mädels, wir zeichnen. Erinnert ihr euch? Soll ich meine getigert machen? Sitz still, okay, Kleines? Ist das überhaupt akkurat? So muss es sein. Ich möchte, dass die Proportionen stimmen. Das ist immer noch nicht richtig. Das könnte klappen. Brauche nur ein bisschen Fell. Gut, dass ich eine Schutzbrille trage. Lass mich mal auf meine Berechnungen schauen. Ja, genau wie ich dachte. Was macht Annie da drüben? Das Ergebnis ist da. Es ist, was ich die ganze Zeit vermutet habe. Schluss mit der Wissenschaft. Es wird Zeit, künstlerisch zu werden. Die Zeit ist schon um. Zeigt uns, was ihr drauf habt, Mädels. Seid nicht schüchtern. Sehr schön, Madison. Die ist echt gut. Ich zeige dir, wie es geht. Beginne mit dem Wort Cat. Dann baue die Buchstaben aus. Du kannst auch farbige Details ergänzen. Vergiss ihr kleines Gesicht nicht. Und ein paar Streifen sehen auch gut aus. Sie sehen sich ähnlich, findest du nicht? Zeit für die nächste Runde. Wir lieben Herzen. Und wir haben die perfekten Models. Eins, zwei, drei. Los! So hübsch. Ihm gehört mein Herz ganz klar. Das ist mein David. Dein David? Also, das ist jetzt peinlich. Nicht streiten, Mädels. Man kann das auch friedlich regeln. Hallo? Ihr lasst mir keine andere Wahl. Und puff. Nicht mehr so hübsch. Sorry, Mädels. Er gehört mir. Hat er schon immer so ausgesehen? Was habe ich mir bei ihm nur gedacht? Sein Lächeln sieht anders aus. Ich hasse es zu verurteilen. Oh, stimmt. Hey Annie, ist das David? Sehe ich gut aus? Wo? Ha, Trottel. Siehst du ihn nicht? Wo? Meine Stifte sind alle weg. Madison, hast du sie weggenommen? Also das war jetzt nicht sehr nett. Versuch jetzt mal, ihre Sachen zu stehlen. Ist Madison eingefroren? Das sind meine. Vielen Dank. Wir malen Herzen, richtig? Um ein perfektes Herz zu machen, schließe es in ein Rechteck ein und zeichne Linien mit einem Lineal drüber. Dann ziehst du geschwungene Linien im Herzen. Nimm verschiedene Farben. Umrande das Herz und mach es schön dunkel. Mach beide Seiten gleich.
Verwende Weiß, um einen Glanzeffekt zu erzeugen. Mein Herz ist fertig und es ist in 3D. Und auftauen. Aber ich habe nichts gezeichnet. Das ist sehr schön, Annie. So cool. Entschuldige den Diebstahl. Für mich? Danke. Solange ich David habe. Okay, Mädels. Weiter geht's. Jetzt seid ihr dran. Wir zeichnen Hände, was? Interessant. Ich habe eine Idee. Schau dir das an. Was ist passiert? Nur ein kleiner Stromstoß. Ist der Schatten meine Hand? Ich habe gerade die beste Idee bekommen. So, das ist besser. Und wir haben Licht, meine Damen. Auf geht's. Zieh zuerst deine Hand nach. Dann verwandle deine Hand in einen süßen kleinen Vogel. Male ihn mit einem weißen Kreidestift aus. Lass den Flügel noch frei. Okay, jetzt malst du ihn aus. Und vergiss nicht die kleinen Füße. Ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll. Ha? Das sieht blöd aus. Irgendwas? Ich sehe es einfach nicht. Ha! Das ist es! Uff, mein Ziel war ein wenig daneben. Lass mich das mal probieren. Zeichne deine Hand so nach. Dann verwandle sie in ein süßes kleines Hündchen. Sieht nicht mehr wie eine Hand aus, oder? Schau dir diese riesige Zunge an. Dann gib ihm braunes Fell. Die Zeit ist um. Schau dir diese Meisterwerke an. Das waren eure Hände? Unglaublich! Und deine Ente ist einfach fantastisch. Wahrhaft bemerkenswert. Perfekt. Wie kann ich eine Gewinnerin auswählen? Ihr beide seid so wunderbar. Zwei Juroren für zwei verdiente Gewinnerinnen. Also haben wir beide diese Runde gewonnen? Okay, seid ihr bereit für diese Runde? Oh, zeigt uns ein paar Giraffen. Wie mache ich das nur? Oh, das ist ein Kinderspiel. Ich könnte das im Schlaf machen. Ich weiß. Beginne mit dem Kopf. Jetzt nur noch ein paar Striche. Ich hab's. Aber zuerst ein schneller Snack. So frisch. Phew. Das Einkaufszentrum war riesig, aber ich bekam die Inspiration, die ich brauchte. Zuerst schreibst du diese vier Zahlen. Schau dir den kleinen Kerl an. Und hier ist ein Schwan. Ein wunderschöner Schmetterling. Und zum Schluss noch ein Fisch. Jetzt wird es Zeit, sie alle auszumalen. Er ist süß, stimmt's? Und der Schwan ist super elegant. Denk auch an das Wasser. Ein pinker Schmetterling? So süß! Es kommt auf die kleinen Details an. Jetzt zum kleinen Fisch. Okay, die Zeit ist um, Mädels. Ich habe vier Tiere gezeichnet. Natürlich auch eine Giraffe. Unglaublich, Madison. Annie? Nur noch eine Sekunde, okay? Ich kann nicht so schnell zeichnen. Fertig! Das ist interessant. Was für eine traurige Ausrede für eine Giraffe. Ihr beide seid wunderbare Künstler.
und ihr habt dieses Einhorn zum Lächeln gebracht. Hey, schau dir den ganzen Glitzer an. Leb wohl, Miss Einhorn. Warte! Madison, wach auf! Was? Ich habe geträumt, dass wir ein Einhorn getroffen haben. Geht es dir gut? Klingt das verrückt? Es fühlt sich so real an. Ich habe keine blauen Haare mehr. Ich lege mich wieder hin, denke ich. Vielleicht träume ich wieder davon. Du und deine Träume. Mein Schwarm inspiriert mich. Ich hoffe sehr, dass er das zu schätzen weiß. Jetzt oder nie. Hey, wie geht's, David? Mal sehen, was sie mir geschrieben hat. Yep, auch ich habe Gefühle. Bleib ruhig, mein Herz. Mal überlegen. Meine Bücher. Sorry, ich helfe dir. Oh, so weich. Aha. Wow. Meine Bücher? Oh, stimmt. Also, ja, danke. Ich glaube, ich bin verliebt. Warte, noch ein Blick. Ja, der Typ hat was. Ah. Oh, genau das sage ich ihr. Es gibt doch nichts Schöneres, als deinen Schatz an den Moment zu erinnern, an dem ihr euch das erste Mal gesehen habt. Der komplizierte Teil ist fertig. Nice. Wow. Ich erinnere mich. Wie süß er ist. Hab dich lieb, Baby. Bei einem Kunstprojekt kommt es auch auf die Vorbereitung an. Und die kann etwas chaotisch wirken. Aber egal, machen wir aus der Idee Kunst. Der erste Strich ist immer der beste. Hier ein bisschen Blau. Es entwickelt sich langsam. Oder auch nicht. Das sieht schrecklich aus. Nope, zum Glück habe ich noch mehr Blätter. Oh, geschmeidig. Das ist ja noch schlimmer als das erste. Oh. Komm schon, konzentrier dich. Das darf doch nicht wahr sein. Warum kriege ich keine dumme Blume hin? Okay, beruhig dich. Tief einatmen. Ich kann das. Ich bin absolut fähig dazu. Jetzt geht's los. Easy. Achoo! Das war Pech. Aber warte mal. Was für eine interessante Form. Damit kann ich was anfangen. Wenn du deinen Pinsel auf unkonventionelle Art nutzt, kommen einzigartige Designs raus. In meinem Fall sind es Blüten. Wenn du einige fertig hast, male noch grüne Stiele und Blätter dran. Siehst du, wie alles zusammenpasst? Vorsichtige Striche sind wichtig. Du kannst sogar zwei Blüten verbinden. Damit füllst du den Platz auch schön aus. Ich wusste, dass ich das hinbekomme. Wow! Hast du das selbst gemalt? Du kannst es haben, Annie. Ich habe noch andere kreative Sachen zu erledigen. Aber diesmal wähle ich einen ganz anderen Ansatz. Keine Bange, wir bleiben beim Thema Blumen. Siehst du, wie diese Linien die Blätter zum Leben erwecken? Lass dir ruhig Zeit damit. Du kannst auch Gras malen, siehst du? Der nächste Teil wird aber etwas komplizierter, denn wir wollen einzigartige Muster machen. Und zwar mit einem Luftballon. Das war irgendwie schön.
Jetzt nutzen wir ihn als Stempel. Und wir bekommen diese lustigen und einzigartigen Blumen. Und die letzte nicht vergessen. Cool, oder? Fantastisch! Wie findest du das? David, wie kommst du nur auf solch schöne Ideen? Dank meines Geheimtools. Oh, das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey, soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar, du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen, solange es bunt ist, natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler. Okay, dieser Platz sieht sehr gut aus. Ja? Die Bäume, Natur, was wollt ihr noch? Es geht los. Und ab. Ich weiß nicht. Was? Hey, hör auf, hier rüber zu starren. Als ob. Aber gut, ich stelle mich hier drüben hin. Was könnte ich malen? Bingo! Er sieht bezaubernd aus. Hoffentlich hat David ihn nicht gesehen. Ich habe ihn zuerst gesehen. Aha, möge der beste Vogelzeichner gewinnen. Mit ein paar geschickten Kreisen komme ich dem Ziel näher. Du musst nur wissen, wo du die Linien ziehst. Nice, stimmt's? Und mit etwas Farbe kommt er noch besser zur Geltung. Gelb ist eine fröhliche Farbe, oder? Sie ist perfekt für einen fröhlichen Vogel. Und wie wär's mit etwas Grün? So ein friedlicher Farbton. Und auch etwas Blau, um die Augen zu erfreuen. Zuerst die Ränder ausmalen ist ein guter Tipp. Das rundet die Sache gut ab, oder? Fast fertig. Nur noch ein paar Striche. Und so wird's gemacht, Leute. Ein wahres Meisterwerk. Stimmst du zu? Ja, ich bin zufrieden damit. Was machst du denn? Was denn? Ich brauche eine extra Hand. Du wirst sehen, dass du nicht mehr brauchst als eine Hand. Okay, und ein paar strategisch platzierte Punkte und Striche. Siehst du schon den Vogel? Hab Geduld, gleich wirst du ihn erkennen. Diese Äste werden das Bild vervollständigen. Und hier sind seine niedlichen Füßchen. Und ein paar Blätter. Ich finde, sie machen das Bild friedlicher. Erkennst du jetzt den Vogel? Ich bin ziemlich kreativ, stimmt's? Okay, du willst es wirklich sehen. Gar nicht mal so schlecht, oder? Wow! Schätze, beide sind ziemlich gut geworden. Lass uns den Lehrer fragen. Echt jetzt? Ich hoffe, der ist okay. Der ist nur eingeschlafen. Hey! Oh! Ihr seid schon fertig, was? Oh, gut gemacht. Und jetzt gebt mir noch 5 Minuten. Alles klar. Ich brauche etwas, das für Aufsehen sorgt. Und ich weiß, was es werden soll. Komplementäre Farbtöne sind der Renner. Aber da fehlt noch etwas. Aber was? Ach, der Ball ist so winzig. Wow,
Das Ding ist der absolute Wahnsinn. Mama! Oh, jetzt nicht. Okay. Aber da ist noch Farbe übrig. Damit kann ich spielen. Vielen Dank. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, ich versuche ein... Hey, wo ist meine Farbpalette hin? David, hast du sie? Entschuldigung. Schau, ich habe das gemacht. Ich nenne es Wasserpfütze. Aha. Oh, ich weiß. Du willst mit dem Gesicht malen? Versuch's mal, David. Wow, und los! Lustig, oder? Das kannst du laut sagen. Ja? Was, wenn ich meinen Finger nehme? Da kommt er. Ha! Leute, die blauen Punkte kommen. Und jetzt meine Lieblingsfarbe. Wuhu! Fertig. Mama, schau mal. Ja, das sieht doch toll aus. Aber versuchen wir noch einen Trick. Auch Symmetrie kann schön sein. Und um das zu beweisen, erstellst du selbst eine. Das ist ein schöner Schmetterling. Mit dieser Linie wird er zum Leben erweckt. Zusammen mit den Umrissen der Flügel. Und noch die andere Seite. Fertig! Bewundere diese reine Schönheit. Und das ist erst der Anfang, mein Junge. Bereit für die heutige Lektion? Heute wird ein guter Tag. Kann's kaum erwarten. Hier kommt das erste Wort. Schreib das bitte auf. Na los, fang an. Das ist einfach. So ist's gut. Konzentriere dich. Und fertig. Wie finden Sie das? Was ist das? Versuchen wir das noch einmal. Schreibe den Buchstaben R. Hab verstanden. Das kann ich auf jeden Fall. Das ist die richtige Einstellung. Wie ist das? Ich habe geahnt, dass Lehrer nicht der richtige Beruf für mich ist. Hey, dieser praktisch platzierte Kleiderständer bringt mich auf eine Idee. Die wird alles ändern. Ich schreibe zuerst den Buchstaben R und male ihn aus. Dann male ich eine hübsche Blume und ein Gesicht. Dann den Körper. Sieht gut aus, aber es fehlt noch Farbe. Kunstunterricht ist viel besser als Rechtschreibung. Das sollte ich öfter einbauen. Jetzt kommen noch ein paar Regentropfen. Kannst du die Umrisse des Mantels nachzeichnen? Wow, ja, ich werde es versuchen. Jetzt ist es viel einfacher. Wow, fantastisch. Haben Sie das gesehen? Gut gemacht. Ich wusste, du schaffst das. Und das ist für dich. Mehr hast du nicht drauf? Hä? Warte. Ich hab dich voll im Griff, Jared. Wird Zeit für die heutige Stunde, Klasse. Hört mit diesem Unsinn auf, sofort. Wollen wir anfangen? Heute sollt ihr ein Bild malen. Oh, cool. Langweilig. Was macht Madison? Mir fällt nichts ein. Ich finde Kunst so sinnlos. Aber ich mach besser irgendwas. So viel Farbe, die man nehmen kann. Ugh, das ist doch frustrierend. Was? Du bist schon fertig? Komm schon, denk nach. Ich hab's. Ich kann ja meine Kette nehmen. Ich habe meine Leinwand weiß angemalt. Darauf ordne ich die Kette in verschiedenen Positionen an. Dann tropfe ich Farbe drauf. Ich mache das entlang der Kette. Dann ziehe ich die Kette durch diesen Metallring. So werden die Farben vermischt und ich bekomme dieses einzigartige Muster. Ich weiß, ist ziemlich geil. Applaus bitte. Wovon sprichst du? Wow, das ist ja cool. Aber mein Einhorn ist schöner. Das sieht man, oder? Jared, die Farbgebung mit so viel Gefühl. Ich wusste, in dir steckt ein kleiner Künstler. Ist okay, Madison. Hier sind eure Noten. Ich denke, das ist fair. Bravo, Jared, bravo. Aber, ich bin die Talent hat. Jetzt nicht mehr. Big love, Herr Lehrer, big love.
Warum dauert das so lange? Komm schon, Beeilung. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich komme. Ups, hier ist ja eine Wand. Das kitzelt. Ich liebe das Wartezimmer vom Zahnarzt. Jared, sei still. Hä? Was hast du gesagt? Oh, hör auf damit. Gehen wir jede Woche hierher? Jared, tu das nicht. Was ist das? Das ist so weich und flauschig, als ob mich ein riesiger Teddy umarmt. Oh ja, so geht's. Nicht so schnell, junger Mann. Setz dich hin. Kein Unfug mehr, verstanden? Lass uns etwas malen. Ich male gerne. Pass auf, Süßer. Wow. Ich male zuerst kleine Linien auf das Blatt. Ich nehme verschiedene Farben und ordne sie im Kreis an. Jetzt mache ich einen schwarzen Punkt über jede Linie. Dann nehme ich einen dünnen Stift und mache kleine Linien. Sieht aus wie eine Menschengruppe. Ich lasse sie sich an den Händen halten. Dann nehme ich einen Bleistift für die Schatten. Wenn ich das verreibe, wird der Schatten noch besser. Was sagst du dazu? Toll, oder? Wow, das ist ja cool! Jetzt bist du dran, mein Schatz. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ah, da sind Sie ja. Kommen Sie bitte. Geben Sie mir eine... Ach, egal. Ich muss los. Komm schon, Süße. Langsamer, Papa. Aber der Wettbewerb. Das muss perfekt sein. Du bist so talentiert, Süße. Aber komm jetzt. Wir müssen los. Die Uhr tickt. Setz mich nicht unter Druck. Papa, warte. Oh nein, mein kleines Mädchen. Schon gut, Papi ist ja da. Nichts ist gut, mein Bild ist kaputt. Guck dir das an. Ja, das sieht furchtbar aus. Was ist mit dem Wettbewerb? Wie spät ist es? Oh, denk nach. Es muss was geben, was wir tun können. Ich weiß, Papa wird dich retten. Ich male ein Bild mit zwei Stiften. Das wird wie ein Spiegelbild. Ich wusste nicht, dass ich das kann. So, ich bin fertig. Sieht gut aus, was? Wow, das gefällt mir, Papa. Und jetzt rein da. Bin direkt hinter dir. Ich bin da, ich bin da. Wow, ich kann's nicht glauben. Ich wusste, dass du gewinnst, mein Schatz. Dank meines erstaunlichen Talents. Wird Zeit für mein nächstes Meisterwerk. Das müsste genug Farbe sein. Jetzt verteile ich die. Hi, mein Schatz. Die Dusche hat mir gut getan. Ich föhne noch schnell meine Haare. Es ist schön, wie der Wind durch mein Haar weht. Schalalalala. Hm? Mama, pass doch auf. Ich könnte eine neue Frisur ausprobieren. Hey, pass auf. Ich mochte die Mütze. Das sieht gut aus. Nein! Mama, du hast mein Bild zerstört. Warum machst du das? Hast du keine Ahnung, was du mir antust? So ist es besser. Das ist alles deine Schuld. Was mache ich denn jetzt? Oh, Süßer, das tut mir schrecklich leid. Ich habe das nicht bemerkt. Keine Sorge, ich krieg das wieder hin. Ich habe auch schon eine Idee. Guck dir das an. Ich gieße Acrylfarbe auf die Leinwand. Ich verteile sie im Kreis und dann kommen noch andere Farben. Mit dem Föhn verteile ich dann die Farbe. So entsteht ein Wellenmuster. Die Farben vermischen sich und es entsteht etwas ganz Besonderes. Mama, das ist echt toll. Ich weiß, Schatz, aber ohne den Föhn hätte ich das nicht geschafft. Wow, das ist eine gute Idee. Die hat mich inspiriert. Ich werde was malen. Das ist die richtige Einstellung. Nicht so schnell, Mama. Den brauche ich jetzt. Ist okay. Schätze, das wird heute mein Bad Hair Day. Dieser Kuchen muss nicht so lange backen. In der Zwischenzeit räume ich auf.
Mama, Mama, guck, lass uns in den Urlaub fahren. Guck dir den goldenen Sand an. Was sagst du dazu? Ich könnte Urlaub vertragen. Ich muss nur was überprüfen. Bin ein bisschen knapp bei Kasse. Also, da sind die Flüge, die Unterkunft. Nein, das wird nicht klappen, Jared. Oh, das ist so ungerecht. Schon gut. Ich stell mir einfach vor, wie ich auf einer tropischen Insel bin. Das tut mir leid, Schatz. Ich habe hier etwas für dich. Das wird dich vielleicht aufmuntern. Schau mal, das ist eine Muschel vom Strand. Hey, die ist schön. Aber du kannst mich nicht mit einer Muschel bestechen. Ich dachte, das würde reichen. Was mache ich denn jetzt? Es muss doch was geben. Warte mal, vielleicht hilft mir die Alufolie. Ich habe Farbe auf der Leinwand verteilt und zerknülle die Folie. Damit tupfe ich jetzt auf die Farbe. So wird sie gemischt und hinterlässt eine Struktur. Dann kommen noch ein paar Details dazu, wie diese Muscheln. Als ob man am Strand sitzt. Ich kann schon fast die Wellen hören, die ans Ufer plätschern. Jared, guck dir das an. Sieht schön aus, oder? Wow, da bekomme ich Lust, am Strand zu chillen. Ist toll, Mama, aber das ist kein richtiger Urlaub. Warte, ich habe noch eine Idee. Hier kommt ein zu verkaufen Schild ran. Jetzt warten wir. Aha, ein leichtgläubiger, ich meine zahlender Käufer. Was ist gerade passiert? Wir sind reich. Das bedeutet, wir können... Oh ja, das ist der beste Tag aller Zeiten und du bist die beste, Mama. Warte auf mich. Wenn wir zu Hause sind, musst du gleich weitermalen. Ich plane nämlich schon unseren nächsten Urlaub. Ah. Schütte etwas Milch in eine Schüssel. Füge ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hinzu. Erst rot und dann kommt blau. Gelb darf auch nicht fehlen. Jetzt nimm dir ein Wattestäbchen und berühre damit die Milch. Siehst du, wie sich die Milch bewegt? Ich kann steuern, in welche Richtung sie geht. Man kann die Farben auch vermischen. Mir ist langweilig. Was mache ich als nächstes? Hey, ich habe Lust zu malen. Zuerst male ich mit Orange. Malen und kreativ sein macht echt Spaß. Ich habe etwas Durst. Oh nein, ich hätte mir zuerst die Hände waschen sollen. Mann, so eine Sauerei. Wie kriege ich das wieder sauber? Die Farbe ist überall. Hey, ich habe eine Idee. Also, nimm ein sauberes Glas und male es mit deinen Fingern bunt an. Das sollte reichen. Dann malst du eine Schlangenlinie. Etwa so. Dasselbe machst du nochmal. Male mit dem Filzstift die Punkte wie dargestellt an. Fertig! Ist das nicht süß? Es sieht aus wie eine Lichterkette auf meinem Glas. So ist das Glas gleich viel hübscher. Das war ein genialer Einfall. Ich habe mir etwas Orangensaft verdient. Das sieht echt cool aus. Hey! Gefällt dir meine neue Jacke? Sie war reduziert, da musste ich einfach zugreifen. Cool, oder? Ja, die Jacke ist neu, schon kapiert. Aber wie findest du meine neue Jacke? Und was sagst du zu meiner neuen Handyhülle? Glitzer ist voll aus dem Trend. Hobbits sind in. Mein Notizbuch wird dich bestimmt umhauen mit all den Stickern. Herzen, Sternchen und sogar Eis mit dabei. Was? Oh Mist, mein Notizbuch ist voll langweilig. Das wird sie nicht beeindrucken. Wie verschönere ich es nur? Ich probier's mit den Stiften. Hey, mich hat die Muse geküsst. Schneide die Spitze des Filzstifts vorne ab. Dann schneidest du noch eine Herzform aus. Oh, sieht das nicht süß aus? Dann nimmst du ein Notizbuch und stempelst darauf los. Du kannst auch Sterne machen. Fertig! Jetzt habe ich auch Herzen und Sterne. Siehst du, das beeindruckt mich nicht. Ich habe nicht mal Sticker gebraucht. Wow, das will ich auch haben. Nein, Pferde können nicht fliegen. Komm wieder zurück. Yeah! Zeit zum Malen. Ich bin ein Künstler. Ich bin wie Picasso. Malen macht Spaß. Oh nein, ich habe ihren Laptop angemalt. Oh, das muss ich schnell sauber machen. Oh nein, das geht einfach nicht weg. Jetzt ist es sogar noch schlimmer. Die Farbe ist überall.
Sie wird stinkwütend sein. Hä? Sie ist wach. Was machst du? Wieso schaust du mich so an? Hä? Du hast doch irgendwas angestellt. Sehr verdächtig. Das ist doch... mein Laptop! Was hast du angestellt? Du hast ihn angemalt. Hä? Was ist da drüben? Ein Strohhalm? Hey, ich glaube, mein Laptop ist noch zu retten. Also, der vollgeschmierte Laptop braucht noch mehr Farbe. Richtig gehört, noch mehr Farbe ist die Lösung. Weiß und gelb und noch etwas lila. Voll schön. Und noch etwas von dunkelgelb. So, und jetzt kommt der Strohhalm zum Einsatz. Damit puste ich die Farbe an. Mit der Luft bewegt sich die Farbe über den Laptop. Schön weiter pusten. Ich will das Beste daraus machen. Die Muster und Texturen, die dadurch entstehen, sind mega. Wow, das ist das reinste Meisterwerk. Voll schön, wie ein kunterbuntes Meer. Ich habe mich selbst übertroffen. Wow, wie hat sie denn das gemacht? Voll cool. Und der Turm wird noch höher. Nein, er fällt um. Menno, das ärgert mich. Hey, ist das da oben Farbe? Ja, es ist Farbe. Und eine Staffelei. Die hat sie wohl vergessen. Ich habe Lust auf Malen. Ist die Luft rein? Ich will doch nicht erwischt werden. Scheint niemand da zu sein. Dann mal los. Ich fange mit Pink an. Ich bin ein Künstler. Der Beste auf Erden. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche. What? The heck? Hey, schau mal. Gefällt dir mein Bild? Wenn du meinst. Was mache ich denn jetzt? Die Leinwand habe ich noch gebraucht. Ja. Das Klebeband ist die Lösung. Du brauchst eine Leinwand. Das perfekte A. Zeit zu malen. Ich benutze seine Lieblingsfarben. Hier etwas Blau, noch mehr Blau und etwas Gelb. So viele Farben. Mit einem Schwamm verteilst du die Farbe. Dadurch entstehen schöne Texturen. Der Schwamm wird für alle Farben benutzt. Du darfst ruhig auf das A klecksen. Das ist meine neue Lieblingsbeschäftigung. Aber es braucht seine Zeit. Gut Ding will Weile haben. Puh, geschafft. Endlich ist die Leinwand komplett mit Farbe bedeckt. Und noch das Klebeband abziehen. Das hat Spaß gemacht. Wow, das ist richtig gut geworden. Echt cool. Du bist richtig gut im Malen. Mach auch eins für mich. Wow. Oma, guck mal. Oh nein! Die Wolle! So ein Unglück! Oh nein, bitte nicht! Mein Bild ist völlig ruiniert! Oma, das ist deine Schuld! Hey, die Wolle! Aber natürlich! Die Wolle ist sowieso schon in der Farbe. Das wird klasse! Okay, alles ist mit Schwarz bedeckt und jetzt kommt der Faden mit goldener Farbe hinzu. Ich verteile die Fäden mit goldener Farbe überall auf der Leinwand. Genau so. So viele wie möglich. Anschließend klebe ich die sauberen Wollfäden fest. Bereit? Zieh die Leinwand nach oben. Und fertig. Ein hübsches Endergebnis. Wow, mein Enkel ist so ein begabter Künstler. Du kommst definitiv nach mir. Das ist mein bestes Bild bisher. Sie ist so hübsch. Vielleicht kann ich sie mit etwas Kunst beeindrucken. Ich beginne mit Blau. Andere Farben kommen auch dazu. Das Herz male ich natürlich mit Pink aus. Das Bild spricht für sich. Sie wird mich bestimmt verstehen. Ob ihr das Bild gefallen wird? Das Bild ist für mich? Du ziehst besser Leine. Autsch! Das wäre keine gute Reaktion. Nee, das ist für die Tonne. Was zum... Oh nein! Meine Hände sind voller Farbe. Oh, heute scheint einfach nicht mein Tag zu sein. Ich sollte mir besser die Hände waschen. Dafür werde ich reichlich Seife brauchen. Moment mal. Wow! Voll abgefahren! Die Farbe und der Schaum haben sich vermischt. Das bringt mich auf eine Idee. Du brauchst eine Schüssel voller Wasser und Spülmittel. Natürlich darf die Farbe nicht fehlen. Mit einem Eisstiel verrührst du das Ganze.
Genau so. Es soll gut aufschäumen. Aber ich brauche noch mehr Blasen. Mit einem Strohhalm puste ich Luft hinein. Wow! So viele Seifenblasen. Genauso soll es sein. Den Strohhalm brauche ich nicht mehr. Jetzt lege ich Papier auf die Blasen. Wow, die Blasen sind auf dem Papier. Hi, das ist für dich. Was? Das hast du für mich gemacht? Wow, vielen Dank. Das ist voll schön. Oh mein Gott. Willst du mit mir gehen? Der Plan ging voll auf.